willkommen zu meinem neuen Video. Heute mache ich den Too Much Information Tag für euch. Ja, ich muss ab und zu mal runtergucken, weil die Fragen sind auf meinem Handy. Fangen wir an mit der ersten Frage. Was hast du gerade an? Ja, ich habe so einen Sweatpulli an und eine blaue Hose und Strümpfe. Je verliebt gewesen? Ja. Hattest du je ein schlimmes Beziehungsende? Nein. Wie groß bist du? Ich bin 1,68 Meter. Tattoos? Nein. Piercings? Nein. Beziehungsweise ich habe Ohrlöcher, aber das sind keine Piercings, oder? Nein, ich glaube nicht. One-Shoe-Pairing? Ich mag Aria und Ezra von Pretty Little Liars. Lieblingsfernsehsendung? Habe ich an sich eigentlich so gar nicht. Wobei ich gucke sehr gerne Zirkus Halligalli. Ja, Zirkus Halligalli. Lieblingsband? Habe ich nicht. Vermisst du etwas? Ja. Lieblingslied? Im Moment ist das High Hopes von Codeline. Wie alt bist du? 17. Sternzeichen Stier. Qualitäten, die du in einem Partner suchst. Mein Partner sollte Humor haben, selbstbewusst sein, aber er sollte auch einfühlsam sein, das heißt auf meine Gefühle eingehen können. Lieblingszitat, das ist aus einem Lied und zwar von Enno Brunner, Regen. Wenn du die Augen zumachst, klingt der Regen wie Applaus, das finde ich sehr schön. Lieblingsschauspieler, Elias Mbarek, den finde ich gut, also finde ich wirklich gut. Lieblingsfarbe, habe ich hellgrün und lila mag ich gerne. Laute Musik oder leise? Laute. Wohin gehst du, wenn du traurig bist? Ins Bett. Wie lange brauchst du, um zu duschen? Jetzt nur das Duschen oder mit Haare föhnen? Also nur das Duschen an sich? Eine Viertelstunde. Wie lange brauchst du, um morgens fertig zu werden? Also wenn ich aufstehe, bis ich aus dem Haus gehe. Ohne Duschen brauche ich eine Stunde. Also ich stehe immer eine Stunde vorher auf. Jemals in einer körperlichen Auseinandersetzung gewesen? Nein. Turn on. Immer noch Humor. Ein guter Kleidungsstil und ein guter Geruch. Das wäre so Turn on. Ja, Turn off ist auf jeden Fall so unangebrachtes Verhalten in bestimmten Situationen. Doofe Witze. Aggressivität und Verlogenheit. Das mag ich nicht. Gründe, warum du YouTuber geworden bist? Naja, mein Au-pair, ja. Meine Ängste? Ich habe Angst vor Tieren, also wirklich vor allen Tieren, selbst vor Hunden und Katzen und Kaninchen und allen möglichen, aber meine größte Angst sind Spinnen und Schlangen. Letzte Sache, die dich zum Weinen gebracht hat. Ich glaube, das war ein Film. Bedeutung hinter deinem Online-Namen? Ja, also Me Goes Abroad. Das Me heißt ja ich, aber es heißt so gut auch so, das ist ja M-E und Michelle heiße ich ja und es fängt mit M an und hört mit E auf und deswegen Me. Und ja, weil ich ja ins Ausland gehe, ja. Letztes Buch, das du gelesen hast. Oh, das war ein Schulbuch und zwar war das Faust von Goethe. Das Buch, das du gerade liest. Ich lese gerade kein Buch. Letzte TV-Show, die du geguckt hast. Gott, heute ist... Ja, das war gestern Zirkus Halligalli. Letzte Person, mit der du geredet hast. Das müsste gestern Abend meine Mama gewesen sein. Die Beziehung zwischen dir und der Person, mit der du zuletzt SMS geschrieben hast. SMS. Das war mein Handyanbieter, der mir gesagt hat, dass mein Internet flat abläuft. Lieblingsessen. Spaghetti Pesto. Ein Ort, den du besuchen möchtest. Ich möchte mal unbedingt nach Südafrika, weil ich das wunderschön finde. Und da will ich im Leben auf jeden Fall nochmal hin. Letzter Ort, an dem du warst. Ich war letztens mit meiner Oma in Wien. Bist du verliebt? Nein. Lieblingssüßigkeit? Kinderschokobons. Welche Instrumente spielst du? Also, ich habe mal Blockflöte gespielt, dann Altblockflöte und jetzt die letzten 5 Jahre, glaube ich, oder 4. Querflöte habe jetzt aber irgendwie vor einem Monat aufgehört. Lieblingsschmuckstück? Also, ich bin jetzt nicht der Schmuckträger, aber wenn ich was trage, eigentlich hauptsächlich Ketten. Letztes Lied, das du gesungen hast? Oh Gott, das weiß ich nicht mehr. Lieblingsanmachspruch? Gar keinen, absolut gar keinen. Die sind ätzend, die sollte man verbieten und nie benutzen. Hast du je einen benutzt? Demnach auch nein. Letztes Mal, dass du mit jemandem gechillt hast, das war gestern mit meiner besten Freundin. So, das war mein Too Much Information Tag. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!